Danke, Herr liebe Bürgermeister. Entschuldige mich, aber ich habe im Moment sehr viel bei der zu Arbeit? Tun. Nicht die Farbe anfassen. Mr. Abbott. Was? Warum? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter, der die bösen Jungs draußen hält. Die Mauer hat noch keiner überwunden. Noch nie. Da können wir wenigstens dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Ja. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Suche im Baumarkt nach Farbe. Habe mich schon gefragt, woher die Farbe haben, und dann kommt damit sowas um die Ecke. Ah, was kann man hier widerstehen? Eine Schere. Jetzt nochmal ein bisschen Furchtis. Signal. Ihr braucht angepasste Ausrüstung. Wir haben Werkbänker zur freien Benutzung. Ich hoffe, du hattest auf dem Weg hierher keine Probleme. An der Brücke über den Fluss lauern oft Supermutanten. Okay, habe ich hier draußen alles, ja, ne? Gut sein. Okay, hoch gehe ich gleich. Das Gewächshaus guck ich mir mal an. Sucht ihr nach einem sicheren Ort zum Siedeln? Kommt zu diesen Koordinaten. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, könnt ihr das Commonwealth zu einem besseren Ort machen. Okay, wirklich viel gibt es hier nicht. Detektiv ist auch hier in dieser Gasse. Hey, du bist dieser Vault-Bewohner, der aus der Zeitung. Ah, wir haben es schon veröffentlicht. Ja, das Haus, das klingt interessant. Mal gucken, was hier so drin ist. Was haben wir? Sound. Vorbei, ein Treffer. Stuff. Auch ein Treffer. Okay, wir gehen davon aus, dass das S ist, aber sonst nichts. Zwei Treffer. Mhm. Spike. Oh, schade. Ups, Maces. So, das kann es nicht sein. Rhodes kann es nicht sein. Wer? Das kann es auch nicht sein. Feral. Das könnte es sein. Treffer 2. Okay, das S am Ende. Und. Bin drin. Vermutliche Sins. Bürgermeister Macduff. Stand in der Zeitung. Ellie Perkins. Offensichtlich. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Verschwörung? Geneva bestellt man selber. Arturo Rodriguez zu nett. Abbott zu unfreundlich. Piper schreibt Artikel, um von sich abzulenken. Danny Sullivan infiltriert die Sicherheitsleute. Sullivan tut so, als wäre er ständig high. Ich kenne seine Tricks. Mokronen. Nur ein Sims kann Baseball spielen.
erleben. Und hier sind Bewegungen. Diese Stadt braucht eine echte Bewegung gegen Sins. Die Sicherheitsleute sind nutzlos, egal wie viele Beschwerden ich einreiche, es wird niemand verhaftet. Wissen sie denn nicht, dass alle Sins Rechtshänder sind und immer Punkt 12 zum Mittagessen? Das sind eindeutige Beweise und ich habe äußerste genaue Aufzeichnungen über die Aktivitäten aller Leute auf dem Markt geführt. Ich veranstalte erste Treffen, nur mit ein paar Leuten, denen ich vertraue. Wir holen uns die Stadt von Sins zurück. Ich muss jeden genau überprüfen, bevor ich ihn einlade. Egal wie lange es dauert, ich muss mir sicher sein. Jeder könnte ein Sin sein. Jeder. Percys Wartungstermin. Dies ist eine Erinnerung, Myrna, dass Percy bald zur Wartung muss. Er ist der Einzige, dem ich wirklich vertrauen kann. Eine Maschine, die weiß, dass sie eine Maschine ist. Warum konnten sie da nicht aufhören? Warum einen Roboter bauen, der meint, ein Mensch zu sein? Sims sind keine Menschen. Ah ja, er ist ein richtiger Verschwörungstheoretiker. Wo finde ich den denn? Die anderen Läden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus hat nachts einkaufen? Kein Problem. Diamond City Surplus, wir verkaufen alles. Stimpaks, Munition, Oberbekleidung, Geschirr. Klar, ich schau mal, was du hast. Ausgezeichnet. Ja, wirklich viel. Der hat richtig viel. 10 Stimpacks. Ich guck mal kurz, welche Munition ich jetzt wirklich brauche. 10 mm. 60 Schuss? Nee, was heißt das? Achtunddreißig, dreihundertacht und 10 mm. Oh, ich hoffe, Sie sind hier, um etwas. Klar, ich schaue es mir an. Hier? Klar. Irgendwas von Wert, was ich verkaufen kann. Junkjet. Mini-Atombombe. Habe ich die dabei? Ja, ja. Was essen? Schon eine Idee? Oh, Kartoffelgratin mit Fleisch. Ach, Kartoffelgratin und Fleisch machen? Ja, weiß nicht. Irgendwas anbraten und dann da reinschmeißen. Ach, in das Kartoffelgratin. Bacon. Oder so. Was ist denn da rein?
Ja, ich weiß nicht. Ich google gleich mal. Ja. Ich das jetzt verkaufen? Eigentlich schon, ne? Weg. Kronkorken, die werde ich nie einsetzen. Weg. Okay. Handel bestätigen. So, jetzt habe ich wieder endlich mal ein bisschen Munition. Ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Was ist hier? Sieht doch aus wie so ein Laden. Mach mal. Bisschen. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt? Dafür siehst du aber noch ziemlich gut ja, aus, mal, was? Wie bin ich hier jetzt hingekommen? Okay, ich bin einfach einmal durchgegangen. Okay. Ich kenne dich nicht, Mann. Wanted. Du da! Du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz! Hast du Arbeit für mich? Wenn du was für den Sport tun willst, ich weiß, wo es ein paar Sammlerstücke aus Vorkriegstagen gibt. Trainer, aufgeben ist für Penner Westing, hatte ein Anwesen nicht weit von hier. Angeblich soll er zu seiner Pensionierung von der Liga drei Geschenke bekommen haben. Einen Baseball, einen Fängerhandschuh und eine Baseballkarte von allen anderen Trainern unterschrieben. Du kannst dir vermutlich schon denken, was jetzt kommt. Ich zahle dir für jedes dieser Relikte 100 Kronkorken. Was sagst du? Eine Karte, ein Handschuh, ein Ball. Verstanden. Ich danke dir. Und der Baseballsport dankt dir auch. Hab ich da nicht schon was von? Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Hey, Mo. Wenn du hier bist, heißt das, dass du ein Schlag... Klar, ich schau's mir an. Alles original. Kein Baseballzeug, obwohl er irgendwas gefunden hat. So durstig. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka-Cola. Gibt Sheffield eine Nuka-Cola? Habe ich eine? Hey, Sheffield. Ich muss was trinken. Nuka-Cola. Ich habe keine. Wenn ihr schlecht eine nehmen. Sicher einkaufen. Im Surplus sind du bist der Neue, stimmt's? Ja. Ich bin der Neue. Freut mich. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Klar, ich schau's mir an. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Big Boy. Alter, 13.000 Mini-Atom-Mama. Okay. Ah, die habe ich gerade verkauft. Jo, das ist natürlich billig. Okay. Wir hier gerne ausrauben. Bleib weg von meinem Stand. Ich kenne dich nicht. Warum? Weil ich dich nicht kenne und ich werde keinen Zünd bedienen, der sich als Mensch ausgibt. Also bist du einer? Ein Mensch? Synth? Was ist ein Synth? Ein Synth eben. Eine synthetische Person. Diese Dinger, die das Institut herstellt. Sieht echt aus. Mit Haaren, Schweiß, das Blut, also. Mit allem drum und dran. Also, bist du ein Mensch oder nicht?
Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier, aber sag bloß nicht Schrott dazu. Na, auch wieder das Übliche. Antiker Globus. Ja, durch ihr blödes Gerede denke ich jetzt, sie ist vielleicht ein Synth. Hat sie gut hinbekommen. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Ein Schlagholz, das ist eine Waffe. Red mal mit Mo Cronin, er kann dir eins verkaufen. Frei verkäufliche Camps, mit Empfehlung von mir. Ich habe hier nur die besten Camps, Bruder. Klar, ich schau's mir an. Camps für einen ausgewogenen Lebenswandel. Ja. Wo finde ich denn jetzt eine blöde Mokka-Cola, die ich klauen kann? Ein neuer Patient. Oh. Ein Arzt. Das heißt, eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Gesichtsoperation? Was ist das denn? Das ist das Spezialgebiet von Doc Crocker. Red mit ihm, wenn du daran Interesse hast. Geh einfach durch die Tür mit unserem Logo drauf. So, wenn du ein echtes medizinisches Problem hast, dann lass hören. Was sind hier so die üblichen Behandlungen? Die meisten Fremden wollen, dass ich ihre Verletzungen verbinde oder sie von Strahlung befreie. Oder dass ich ihnen helfe, von den Camps loszukommen. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Was ist denn Elektrol? Wie viel Stimpaks hat er so? Auch 11, okay. Schön, hier kann man sich auf jeden Fall gut versorgen. Wenn man das hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Nein. Ich muss passen. Okay, dann mach's mal gut. Wer ist das? Du da! Erzähl meinem trotteligen Sohn mal, was Sache ist. McDonalds Sekretärin. Ist sie ein Zünd? Was? Du weißt, was Zünds sind, oder? Diese Maschinenmenschen des Instituts sind nicht von echten Menschen zu unterscheiden. Aber ich glaube, bei Geneva sind sie etwas übers Ziel hinausgeschossen. Keine Frau sieht so aus wie sie. So... Kess. Also muss sie ein Zünd sein, oder? Ist doch klar. User joined your channel. Du weißt es nicht? Was denn? Ist da nichts Microphone zwischen deinen beiden Ohren? Du hast doch gerade eben gesagt, dass man sie nicht von echten Menschen unterscheiden kann, Ma. Er weiß nicht, ob Geneva ein Zünd ist. Und du auch nicht. Also können wir das jetzt bitte lassen? Rede gefälligst nicht so mit jetzt deiner Mutter. Jetzt schon ein Hangler, oder nicht? Und Bam, angeblich du schon. Kein Interesse. War ich etwas zu aufdringlich? Also wenn er Sachen wäscht, braucht er bestimmt 4 Stündchen oder so. Wenn er um... Handelt er um 12:30 oder 12:30? Diesmal versteckst du dich nicht! Fuck. Oh mein Gott, ja. Kann ich laden. Zu diesen Koordinaten. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, so, könnt ihr das Commonwealth zu einem besseren Ort machen. Spioniert das Institut auch euer Zuhause aus? Lest die Public, dann wisst ihr es. Okay. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist doch schon ewig verlassen. Jeder Sicherheitsmann hat da seinen eigenen Tipp für mich.
Hier, stopp, stopp. Geh da direkt mal hin. Kellogg's. Abgeschlossen. Hm. Ja, Schlösserknackenmeister. Hast du diesen Artikel gelesen? In der Public Occurrences? Die verdammten Synths könnten überall sein. Er wird mal echt paranoid in dieser blöden Stadt. Ich kenne dich nicht, Mann. Wir haben Werkbänke zur freien Benutzung. Zu den Detektiven hier. Aber zu dem Detektiv. Ich hab dir doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird. Seine Krawatten. Oh, Nick. Die Rechnung. Oh, hab die Rechnung vergessen. Die Rechnung? Die Komm Fotos. Auf. Das ist meine Nuka-Cola. Er war echt kein guter Fotograf. Sekretärin eines Detektivs. So. Ich finde nie im Leben einen neuen Job. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hergespült hat. Depressiv, die Güter. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Moment, wer bist du? Bist du etwa der Detektiv? Ich? Nein, ich bin Nicks Sekretärin. Ich kümmere mich um seine Termine, seine Akten und solche Sachen. Naja, zumindest habe ich das gemacht, aber jetzt ist Nick verschwunden und ohne Detektiv lässt sich auch keine Detektei betreiben. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Ja. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Trenchcoat- und Hutnummer. Level up. So, da hat nochmal Charisma. Leveln. Laden, 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 laden. T. Geht das nicht, hä? Stats, Skills, T. So, Charisma brauche ich leider noch einen. Das nächste Mal kann ich dann hier unter lokalen Anführer machen. Zweimal muss ich den, glaube ich, machen, ne? Ja. Dann kann ich endlich mit dem Schlossklappen weitermachen. So, Nuka-Cola, Nuka, Nuka, Nuka. Wer ist er denn? Bin ich denn? Ich muss hier einmal rum. Ich hoffe, du hattest auf dem Weg hierher keine Probleme. An der Brücke über den Fluss lauern oft Supermutanten. Cola! Nuka Cola! Ja, bitte. Oh, danke! Danke! Aha. Kyle, ich bin dein Bruder. Nimm die Waffe runter. Keine Bewegung, Zünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich bin kein Sünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Oh, oh, oh. Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Sünd! Er wird uns alle töten! Geil! Nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sünds in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure scheiß Paranoia!
Was ist passiert? Oh Mann. Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. So, Minute ist um. Mein Gott. Kyle. Scheiße. Nur in der Panik mache hier, ey. Oh Mann. Ich konnte nicht eingreifen. Was steht ihr da alle noch rum? Kümmert euch endlich um euren... Ja, was hab ich denn jetzt hier alles? Folge dem Freedom Trail, das ist doch... Ich höre ihn ja schon. Achtung, Bewohner des Commonwealth. Sucht ihr nach einem sicheren Ort zum Siedeln? Kommt zu diesen Koordinaten. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, könnt ihr das Commonwealth zu einem besseren Ort machen. Zu welchen Koordinaten denn? Dem Freedom Trail. Achtung, Bewohner des Commonwealth. Sucht ihr nach einem sicheren Ort zum Siedeln? Kommt zu diesen Koordinaten. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, na gut, mache ich das nächste Mal hier raus, der Stadt.